Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Party 4. Wir sind in den letzten 5 Runden des dritten Spielbretts mit Shy Guy. Nur noch 5 Runden. Daher folgt nun das letzte 5-Runden-Event, wenn euch das recht ist. Und bitte jetzt nicht gerne kostenlos. Das hatten wir bei den letzten beiden Mal. Aber zuerst wollen wir die Super Mario Party Lotterie-Los-Gewinn-Kombination ziehen. Oh, das finde ich cool, das finde ich cool. Wir haben jetzt alle jeweils ein Los. Ich habe zweimal Luigi und ich glaube, entweder einmal war Luigi oder einmal Daisy. Das sind halt 3 solche Sprites, sage ich mal. Guck mal. Bitte nehmt eure Lose zur Hand. Ah, da sehen wir die ganzen Lose. Und er beginnt mit der Ziehung. Also zweimal Luigi, einmal Daisy. Luigi ist bei jedem mit dabei. Yoshi hat auch zweimal Luigi. Daisy ist nur bei 3 von uns dabei. Okay, und Waluigi hat nur bei sich selber. Okay, dann let's go. Zuerst das linke Bild. Komm, Luigi. Daisy. Aha. Sind wir jetzt komplett raus? Wir sind jetzt komplett raus. Ja, moin. Das ist ja ganz schön. Hui. Ich dachte, wenn jetzt Daisy gezogen wird, haben jetzt sind auch alle drin, die noch einmal Daisy haben. Aber nee, anscheinend nicht. Jetzt das mittlere Bild. Ja, okay, dann sind alle raus. Es sind alle raus. Finde ich ein bisschen schade, dass das so ist. Aber gut, ich weiß nicht, was das für einen Preis ergibt. Aber dass das jetzt wirklich bezogen ist auf jetzt linkes Bild, jetzt mittleres Bild. Bisschen schade. Naja, so etwas kann ja mal passieren. Weil, dass meine Kombination gezogen wird, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1/4 mal 1/4 mal 1/4. Also 4 mal 4 ist 16, mal 4 ist 64. 1/64. Chance von 1/64. Und ihr könnt euch das jetzt im Taschenrechner meinetwegen eingeben. 1/64, was ist das als Dezimalzahl? Mal 100, dann habt ihr die Prozentzahl. Ich kann euch gleich sagen, es ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit von nur paar wenigen Prozent maximal. Somit endet die Super Mario Lotterie-Ziehung. Dann lasst uns mal die momentane Platzierung ansehen. Daisy hat den Stern vor Luigi weggeschnappt und sie ist immer noch somit auf Platz 1. Luigi versucht schon, ihr ganz gespannt auf Platz 1 zu kommen. Allerdings, er ist noch nicht beim Stern. Der Stern ist ganz woanders als der erste Stern. Mal gucken, ob er das noch schafft. Ja, dritter Platz war Luigi. Genauso wie Yoshi auf dem letzten Platz sind beide die Schlusslichter. Naja, guck mal, was jetzt hier noch so passiert. Gibt es noch eine Wendung oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Und nun beginnen wir mit dem letzten 5-Runden-Roulette. Heute dreht am Rad Yoshi. Ja, Yoshi dreht häufig immer am Rad. Was passiert jetzt? Och nö, nicht schon wieder. Wir hatten das andere noch alles gar nicht, Mano. Und somit endet unsere letzte 5-Runden-Event. Das heißt, jetzt kann auch jeder einen Stern kriegen. Ja, okay, ja. Ich hätte lieber das andere genommen. Aber okay. So, was macht Daisy? Oh, eine 8 würfen, das ist sehr, sehr viel. Somit ist sie kurz vor mir. Und sie kommt auf ein Itemfeld. Bitte Mini-Pilz, bitte Mini-Pilz, bitte Mini-Pilz, bitte Mini-Pilz, bitte Mini-Pilz, bitte Mini-Pilz. Ja, danke. Wie viel sind es denn noch bis zum Stern? Noch eine Weile, oder? Ich glaube, noch eine Weile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Ich muss jetzt zu viel würfeln und Daisy ist halt auch noch. Wenn ich den jetzt nicht bekomme, kriegt den eventuell Daisy. Das ist schlecht. Komm. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Yes! Ich hab den Stern! Glaube ich. Oder was machst du jetzt? Erinnere ich mich noch recht? Das ist doch Luigi. Was für eine Freude. Ein Flug über den Fluss für 5 Münzen? Nein. Kein Bock, tja. Was ein Pech. Ist das der aus Super Mario 64, der die Mütze klaut? Weiß ich jetzt nicht. Wir haben den Stern. Wir haben unseren ersten Stern. Somit sind wir im Rennen. Somit sind wir im Rennen. Wir müssen bedenken, Daisy hat aktuell noch den Ereignisstern. Sie ist als einzige auf ein Ereignisfeld bisher gekommen. Wir haben sehr wahrscheinlich Minispielstern und Münzstern haben wir so oder so. Das heißt, aktuell liegen wir in Führung mit dem Bonusstern. Bonusstern einberechnet. Aber mal gucken, was noch so geschieht. Mal gucken, was noch so geschieht. Aber das war jetzt sehr, sehr wichtig. Hätte Daisy den jetzt bekommen, sehe es für uns sehr schlecht aus. Dann hätten wir irgendwie noch einen Stern bekommen müssen. Okay, Waluigi ist noch dran. Der nimmt einen Mini-Pilz. Vor ihm ist zwar ein Bowser-Feld, aber okay. Jetzt hat er eine 20%ige Chance, aufs Bowser-Feld zu kommen, statt eine 10%ige Chance. Aber okay, kann man ja mal machen. Er wirft eine 5 und landet somit aufs Item.
was bringt ihm das? Er ist ja... Shaika hätte er doch so oder so nicht erreichen können. Verstehe ich nicht. Okay, Mia-Pilz. Maxi-Pilz. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber okay, 4 Spieler mit dem Spiel. Und was Neues, was Neues. Fotopuzzle. Okay. Was Neues ist doch super. Was haben wir hier? Stelle dieses Fotopuzzle fertig. Du kannst einen Teil nur am dafür vorgesehenen Ort ablegen. Und jeder hat sein eigenes Puzzle, oder wie? Teil rotieren, Teil bewegen, Teil ablegen. Okay, konzentriere dich auf das Bild, um dir die Ausrichtung der Teile zu merken. Ja, stimmt. Da haben wir jetzt gerade ein Auto mit Shy Guy drin. Mal gucken, was wir jetzt finden. Ah, okay, wieder. Shy Guy im Auto, sieht schon lustig aus. Wo sind wir? Wo sind wir? Oben rechts. Okay, man kriegt das vorgegeben. Alles klar. So, zack. Warte, das müssen wir einmal drehen. Und dann haben wir das... Warte, nochmal so. Irgendwie hier? Da. Boah, Alter, wie schnell sind denn die anderen? Wie schnell sind bitte schon die anderen? Okay, jetzt müssen wir aufholen. Wir müssen aufholen. Wir müssen aufholen. Was? Und natürlich, Daisy hat gewonnen. Das war schnell. Wow. So schnell habe ich jetzt nicht damit gerechnet, aber okay. Aber okay, gut. Dann ist es so, dann ist es so. Ach ja, übrigens, die Meldung oben links ist aus. Die habe ich vor 2 Parts ja mit einem Part mal umgestellt. Habe ich noch gar nicht bemerkt, dass das funktioniert hat. Aber okay. Sie nimmt jetzt auch einen Mini-Pilz. Warum das jetzt? An Shy Guy ist sie vorbei. Die KI verstehe ich manchmal echt nicht. Sie würfelt halt eine 3, 1, 2 und kommt aufs rote Feld sogar noch. Ja, nee, ey. Muss man nicht verstehen. Ich wäre doch drauf und dran, jetzt möglichst weit zu kommen und so möglichst schnell zum Itemladen zu kommen. Vor allem den Itemladen finde ich super, dass ich jetzt hier bin. So was haben wir hier Schönes. Ich habe ja eh genügend Geld, also kann ich mir ruhig das Teuerste kaufen. Oh, es gibt leider nicht so gerade so Tolles hier im Angebot. Megapilz ist nur das Beste, das nehme ich. Ich hatte auf Item hier diese Itemtasche gehofft, was wir im letzten Brett hatten. Oder Zauberlampe. Aber ich glaube, Megapilz, das ist es, was wir jetzt hier nehmen. So, guck mal, wo ist denn eigentlich der Stern? Hier unten vielleicht? Nein, hier ist er nicht. Hier wäre Puhu. Müssen wir aber mit einem Minipilz lang. Gehen wir mal hier. Da ist er. Stern, aber da müssen wir von unten irgendwie hochkommen. Da müssen wir ganz außen rum herumlaufen. Ob diesen Stern noch jemand bekommt, ich denke nein. Allerdings kann es natürlich sein, dass jemand noch eine Zauberlampe bekommt. Und ich würfle nur noch 2 Stück. Das finde ich sehr, sehr gut. Ereignisfeld. Jetzt sind wir mit Daisy zusammen die einzigen, die auf ein Ereignisfeld gekommen sind. Somit hätten wir jetzt beide den Ereignisstern. So. Welche Art ist dein Wunsch? Ich bin doch ein Fröhlicher. Obwohl, es wäre ganz gut, wenn du jetzt traurig bist, Shy Guy. Dann komme ich ja hoffentlich zum Start zurück. Dieser Wunsch? Okay, gut, ich kann weiterziehen. Aber sonst wären wir zum Start zurückzukommen. Wahrscheinlich zurückgekommen. Aber okay. Yoshi würfelt eine 5. Kampfminispiel wäre eigentlich auch gar nicht mal nochmal so verkehrt. Oh ne, die sind ja beide... Stimmt, die können ja jetzt für 5 Münzen wieder zurück zum Start. Dann habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ja, okay, das ändert nochmal so einiges. Und man kann dabei noch Münzen sammeln. Ja, moin. Ja, moin. Wie viele Münzen sind denn das? Ist zwar ganz cool so, aber... Heieiei. Bleibt jetzt der... Vogel jetzt dort? Oder hat gleich Waluigi auch nochmal die Chance, mit dem Vogel zu fliegen? Ich weiß es nicht. Er nimmt auf jeden Fall erstmal den Maxi-Pilz. Und damit könnte er mich sogar treffen. Ich bin da ja in der Nähe, wenn er genügend würfelt. Er hat auf jeden Fall die Chance. 6 und... Er trifft mich. Er trifft mich sehr wahrscheinlich. Aber er kann jetzt somit nicht mehr mit dem Vogel fliegen. Gut, der scheint ja eh nicht mehr da zu sein. Okay. Ja, und er trifft mich. Ah, nee, er trifft mich. Es reicht nicht komplett. Ein Feld hat gefehlt. Okay, umso besser.
Gut, hätte mir jetzt auch kein Zacken aus der Krone geworfen, aber dennoch. Fände ich es jetzt nicht ganz so nice. So, kommt das eine Windspiel, was da noch fehlt. Ach, schade. Ach, schon wieder Tor. Nee. Und ist Daisy ist doch alleine, oder? Daisy ist mein größter Konkurrent. Ja, Daisy ist alleine. So, wie war denn das nochmal? Schuss halten zum Kra. Okay. Na ja, gucken wir mal. Ich hoffe mal, ich habe aus dem letzten Mal gelernt, wo wir das letzte Mal gezockt haben. Es ist wichtig, gleichzeitig zu spielen. Zu schießen. Was? Meiner ging nicht rein? Ach, wartet doch auf mich, Leute. Ihr müsstet doch mal auf mich warten. Ich warte jetzt auf die anderen beiden. Ja, guck mal. Wenn wir gleichzeitig schießen, dann kommt auf jeden Fall ein Ball rein. Oh, zwei Bälle rein. Nice. Nochmal zwei Bälle rein. Komm, komm. Oh, nee. Wir schaffen es aber nicht. Nee, jetzt müssen wir alle drei treffen. Haben wir aber nicht. Wir waren besser als beim letzten Mal. Ich habe auch was reingemacht, aber... ja, Daisy hat leider gewonnen. Das Minispiel ist schwer. Aber sagen wir es mal so, ist eine okay Schwierigkeit, sag ich mal. Die Schwierigkeit ist okay. Gibt andere Minispiele, wo man als... Ja, entweder als Einzelspieler im Vorteil ist, also deutlich im Vorteil, oder als Dreierspieler. So, noch drei Runden. Was macht Daisy jetzt? Der Vogel ist tatsächlich nicht mehr da. Finde ich gut. Oh, schon wieder aufs rote Feld? Okay. So, wir können jetzt weiterziehen. Mit einer 9. Sehr schön. Ach stimmt, ich hätte ja natürlich auch meinen Megapilz nutzen können. Ja, ist jetzt egal. Zu spät. Also ist eh zu spät. So, ich mache hier nochmal rumlos. Ich nehme jetzt das ganz oben rechts. Mal gucken, ob wir was haben. Komm, Item. Item wäre auch ganz nice. Oh! What? What? Ja, moin! Wir haben den Hauptpreis gewonnen. Einfach mal so 100 Münzen. Okay, Münzstern ist für uns sicher. Sowas dann. Heieieiei, heilige Makrele. Und wir kriegen so noch ein Item. Nice. Nehmen wir das große Paket. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt... Wir sind an Items jetzt ausgerüstet. Und dann können wir in der nächsten Runde schön davon dann ziehen. Dann jetzt die Auswahl zwischen Maxi-Pilz und Mega-Pilz. Entweder drei Würfel oder zwei Würfel. Können wir dann in der nächsten Runde entscheiden. Eventuell sind wir gleich mit Daisy in einem Team. Oder wieder 3 vs 1 gegen Daisy. Na, mit Daisy in einem Team. Okay. Ja, gut. Komm, neues Minispiel. Ach man, oh. Schatzsuche im Team. Was war denn das nochmal? Schatzsuche? War es das Labyrinth? Nee, das Labyrinth war es nicht. Doch, das war das Labyrinth. Okay. Ja, okay, okay. Dann erstmal gucken, wo wir sind. Und gucken, schon mal die Wege angucken. Wo sind wir? Da. Okay, ich muss... Ach nee, ich habe jetzt auf Yoshi geguckt. Ich habe einfach nur was Grünes gesehen. Yoshi, warum bist du auch grün? Aber ich, wenn das so spiegelverkehrt ist wie bei Yoshi, dann bin ich auf dem richtigen Wege. So, gehen wir hier entlang. Ja, wir sind auf dem richtigen Wege. Yoshi hat schon etwas. Na, das ist natürlich nicht so schön. Daisy, wo bist denn du? Das andere ist ja hier unten. Da bin ich falsch. Daisy hat's. Wir müssen jetzt zu Daisy entgegenkommen. Waluigi hat's nämlich noch nicht. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Wege. Ja, sehr schön. Aber Waluigi hatte jetzt am Ende auch noch den Schlüssel bekommen. Okay. Ja, mit dem Geld. Ich weiß auch nicht, wer jetzt auf Platz 2 vom Minispielen her ist. Wir sind doch safe auf Platz 1, würde ich jetzt immer schätzen. Wir haben doch in diesem Brett haben wir deutlich mehr gewonnen als noch beim zweiten Brett. Wie weit der Zweitplatzierte weg ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sind doch relativ noch sicher, würde ich schätzen. Zwei Runden noch. Das Gute ist, ich habe ja zwei Items. Daisy kann sich jetzt auch nochmal ein Item holen. Macht sie auch. Hätte ich auch... Also, wer hier kein Item kauft, der ist dumm, weil... Tauschröhre. Da waren noch einige andere Items. Aber wer kein Item kauft, der ist dumm, weil Stern ist eh kostenlos. Also von daher... Boah, sie hätte jetzt nach rechts gehen können. Dann hätte sie auf jeden Fall den Erkenstern gehabt. Aber okay. So, ich gucke kurz auf die Karte. Um zu gucken, wo ich...
Der Stern ist ja direkt vor mir. Achso, ich muss aber in die Richtung laufen. Hier so lang, hier so lang. Okay, ich nehme den Megapilz. Ich nehme den Megapilz. Genau, Megapilz. Ich dachte kurz, dass ich jetzt doch schon zum anderen Stern komme, aber ist noch weit weg. Aber jetzt können wir schön viel würfeln, hoffe ich. Kann auch sein, dass ich dreimal die 1 würfle. Ohne 10. Ah, 2, okay. Ausgleich. Und noch eine 5. Ja, ist okay, ist okay. Ist okay. Yoshi liegt hier auf dem Wege, also weg mit dir. Und Waluigi, wo bist du? Ah, der ist ganz woanders. Ja, stimmt. Yoshi war ja der Einzige, der hier noch unten rechts ist. Stimmt. 221 Münzen. Das ist krass. Okay, er holt sich auch nochmal ein Item. Megapilz. Maxipilz. Ich sag immer Megapilz. Weil Megapilz halt auch geläufiger ist. Wenn man so an den Super Mario Bros. DS zum Beispiel denkt. Oder Wii. Da gab es ja auch einen Megapilz jeweils. Oder Mario Kart Wii. Gab es einen Megapilz. Maxipilz ist eher ein Name, den man so eher weniger in Mario Spielen vorfindet. Oh! Nur Fragezeichen. Manta-Ringe haben wir jetzt als neues Minispiel. Das vorletzte Minispiel heute hier. So. Tauche durch die Ringe. Jeder Ring ist ein Punkt wert. Berührt dich ein Gegner, verlierst du Punkte. Bewegen zum Schwimmen, schnell drücken. Die goldenen Ringe sind 3 Punkte wert. Hol dir so viele wie möglich. Okay, das ist leicht verständlich. Kämen wir auch hoffentlich hin. Wenn nicht, dann nicht. Let's go. Ab ins Wasser und lostauchen. Respekt, wie lange ihr Luft anhalten könnt, aber das ist man ja von Mario-Spielen nicht anders gewöhnt. Achso, okay, okay. Daisy, ich muss mal sagen, gute Aussicht. Also, ja gut. So, hier, die unten will ich alle haben. Danke, danke, danke. Interessant ist auch, dass der Ring dann sofort weg ist, sobald einer rein ist. Also kann man den anderen das auch wegstealen, sag ich mal. Ah, ich wurde getroffen, ich wurde getroffen. Das gibt einen Minuspunkt. Da ist ein goldener Ring. Zack, den haben wir. Ich glaube, wir sind aktuell vorne, würde ich schätzen. Ja doch, auf jeden Fall. Wir haben so viele Ringe mitgenommen. Ich habe 13 Punkte, Yoshi hat 5 mit dem zweiten Platz. Daher, das passt. Oh, gleich 2 goldene Ringe. Sehr schön. Also, eieiei. Gut. Haben wir, haben wir, haben wir. Mit 23 Punkten. Sehr schön. Wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Geld, ey. Also Münzstern kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Es sei denn, es kommt noch jemand aufs Mirakelfeld. Das kann natürlich sein. Und dann Münztausch oder... Das kann halt wirklich noch passieren. Was ist denn das Mirakelfeld? Also bei Daisy gab es jetzt keins. Es gibt ja auf jeden Fall Mirakelfelder hier und da. So. Ja gut, ich muss mich jetzt entscheiden, würfel ich normal oder nicht normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, zum Stern würde ich normal nicht mehr kommen. Dann nehme ich ruhig mein Item. Ich nehme mein Item. Vielleicht kann ich noch irgendwem Geld wegstehlen oder so. Gucken wir mal, was draus wird. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, dass ich auch von Yoshi weg bin. Das ist eigentlich auch ganz gut. So, eine 6 und... Noch eine 6. Pasch! Ja, wir kriegen nochmal Geld. Juhu! Bei Pasch kriegt man nämlich immer Geld. 10 Münzen müssen das sein, genau. Ich glaube, bei 7 und 7 gibt es mehr Geld, weil 7 so eine spezielle Zahl da ist. Ich guck mal kurz, wo ich landen würde. 1, 2, 3. Nee, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist zu jemand anderen hin teleportieren. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann gehen wir nach links. Gehen wir nach links, weil da ist ein blaues Feld. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe wegen Bowser. Ah, nee, passt, passt, passt. Und rechts neben mir ist dieses Mirakelfeld. Aber dann muss man so oder so erstmal bei Beru gewesen sein und vorher Mini-Pilz einsetzen. Die Gefahr auf Mirakel ist sehr gering. Sagen wir es mal so. Finde ich gut, finde ich gut. So, Yoshi versucht auch noch irgendwie was zu machen. Eine 2 und eine 8. Okay, hat er nochmal eine 10 gewürfelt. Kommt auch nochmal auf ein blaues Feld. Und dann war Luigis letzter Zug und generell der letzte Zug auf diesem Spielbrett. Und
Ja. Wir haben auf jeden Fall einen Münzstern. Wir haben auf jeden Fall einen Minispielstern. Ereignisstern mit Daisy zusammen. Also, ja. Kann uns jetzt hier keiner mehr den Sieg wegnehmen. Das war ähnlich wie beim ersten Brett Haus hochgewandt. Gut, beim ersten Brett war es noch krasser, da ich da so viel Glück hatte. Aber ich denke mal, ab dem nächsten Mal wird es wieder deutlich schwieriger, weil dann nur noch Spielbretter mit 2 Sternen Schwierigkeit da sind. Und das ist dann, ja, man merkt den Unterschied zwischen hier und, also zwischen 1 Stern und 2 Sterne auf jeden Fall krass. So, das hatten wir ja schon mal und da war ich verwirrt. Allerdings steht es ja auch hier in der Beschreibung. Du kannst auch bei deinen Gegnern herumfuschen. Ich habe es ja auch vorgelesen. Daher, ja, es ist... Ich habe es beim letzten Mal einfach ein bisschen verpeilt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich hier einfach nochmal eine neue Chance. Ich habe einfach nochmal eine neue Chance. Ich hätte mir die Steuerung besser durchlesen sollen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man dreht und so. Aber okay. Machen wir hier direkt runter. Okay, machen wir direkt so. Nein, das wollte ich machen. Ja, okay, jemand anderes hat auch noch Punkte gemacht. Ich weiß nicht. Ach, hier, ich sehe schon, ich sehe schon. Hallo, nimm mir das doch hier nicht weg. Ja, sehr gut. Ja, haben. Oh, das waren Punkte, das waren Punkte, das waren gute Punkte. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, machen wir mal so. So. Das ist nicht gut. Komm, jetzt müssen doch mal die richtigen... Ich habe die ganze Zeit auf was Gelbes gewartet. Aber habe ich nicht bekommen. Habe ich ernsthaft nicht bekommen. Jetzt brauche ich wieder was Gelbes. Komm, gib mir was Gelbes. Oh, ich hatte da was Grünes. Jetzt brauche ich was Grünes. Jetzt kriege ich nichts Grünes. Ja, ja, gut. Egal, egal, egal. Machen wir mal hier so voll. Zack, zack. Ja, gut. Gute Punkte. Sehr schön. Der Bonbon, der Bonbon, der muss... Nein, da war jemand schneller. Ah, Mist. Boah, ich habe sogar die wenigsten Punkte. Aber ich war deutlich besser als noch beim letzten Mal. So kann man es schon mal festhalten. Gut, das letzte Minispiel zwar nicht gewonnen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Entscheidet allerdings zwischen 3. und 4. Platz. Das hat Yoshi den 3. Platz wie sagt man? Wie sagt man? Ich weiß es nicht. Eingekehrt? Kann sein. Jo, wir haben's durch. Ihr habt es geschafft. Hier ist nun das Endergebnis. Jaha. Zuerst sehen wir, wie viele Sterne ihr habt. So viele Sterne habt ihr. Ganz wenig. Also, die anderen beiden Bretter haben wir viel mehr Sterne gesammelt als jetzt hier. Aber okay. Dann sehen wir, wie viele Münzen ihr habt. Ja, 244. Habe auch, ja gut, 144 so gesammelt und 100 Münzen durch die Lotterie. Kommen wir nun zur Vergabe der Bonussterne. So, dann Minispielstern. Wer hat die meisten Münzen im Minispiel gesammelt? Und das ist... Ja, wir. Wir. Ich glaube auch relativ eindeutig dieses Mal. Aber wie gesagt, ab dem nächsten Minispielbrett wird es wieder schwieriger. Ich habe mit Absicht jetzt noch das 1-Stern-Minispielbrett jetzt neu gemacht. Als dieses der Münzstern. Es geht an den, der die meisten Münzen gesammelt hat. Der Münzstern, ja gut, das ist ja gar kein Geheimnis. Gerade durch mein Lotteriegewinn. So, her damit. Und letztendlich der Ereignisstern. Wer hat die meisten Feuerzeichenfelder betreten? Der Ereignisstern geht an 2 Leute. Daisy und mich. Wir sind beide einmal auf ein Ereignisfeld gekommen. Also, GG. Ja, und nun hier das Endergebnis. Wer hat hier gewonnen? Ist es Waluigi? Ist es Yoshi? Ist es Luigi? Oder ist es Daisy? Es ist für uns alle eine so große Überraschung. Es ist wieder der einzig wahre. Nicht Waluigi, nicht Yoshi, auch nicht Daisy, sondern Luigi. Yep, wir haben's. Aber wir müssen noch gleich gegen Shy Guy antreten. Um unser Möbelstück zu bekommen. Unser Geschenk für unsere Geburtstagsparty. Und dann hat bald hoffentlich Luigi eine fertige Wohnung eingerichtet. Wir hoffen es doch. Wir hoffen es doch. So, erstmal natürlich die Ergebnisse angucken. Daisy hatte dann 2 Sterne und ich dann 4. Und selbst hätte sie selber auch 4 Sterne, hätten wir mehr Münzen gehabt. So, dann...
Minispielen. Ja, das war eindeutig. Fast doppelt so viel wie Daisy. Dann jeder zehnmal auf blaue Feld. Ja, moin. Zweimal rotes Feld, Daisy und Yoshi, ich nur einmal. Bratzenfeld, wir beide einmal. Bowserfeld, Waluigi und ich. Kampfminispiel, dann Pilzfeld. Okay, nice. Ah, ich wollte, ich habe wieder gedrückt. Ich muss starten. So, wunderbar. Ja, ich möchte speichern. Danke sehr. Ah, gratuliere, Luigi. Also, hier ist ein Geschenk. Aber ich krieg's noch nicht, oder? Aber die Regeln besagen, dass du mich in einem Minispiel schlagen musst. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt bei Shy Guy so sehen. Wir hatten ja bei Goomba letztens ein Glücksspiel, aber es hat ja auch zum Brett gepasst. Boah, es sieht aus wie von Mario Party DS von Kamek. Das Bossfeld so gesehen. Dann lass uns mal Forschungsnase spielen. Möchtest du Regeln hören? Ja. Einer der fünf rotierenden Blöcke unterscheidet sich von den anderen. Verwende Dings, um dich unter den abweichenden Block zu stellen und drücke den A-Knopf. Auf diese Weise wählst du diesen Block aus. Erwischst du den richtigen Block, gibst dafür einen Punkt. Ansonsten bist du geliefert. Erreichst du vor mir drei Punkte, hast du jemanden. Dann geht's los. Da okay, also genau angucken oder wie? Ja gut, das ist ja jetzt hier eindeutig. Das ist eindeutig. Alter, meins ehrlich. Das ist ja mal mehr als eindeutig. Ich hoffe, es wird jetzt noch schwieriger. Gucken wir mal. So, zack. Ja. Warte, warte. Der hier hinten. Der rotiert anders. Da musste ich jetzt schon ein bisschen länger gucken, aber war auch ganz gut möglich. So, das dritte. Warte. Warte. Der rechts hier. Da ist die eine Seite der Hantel, so nenne ich sie, ja, sieht aus wie eine Hantel, ist anders als oft, also sind beide Seiten verschieden groß, das will ich damit sagen. Das war ein einfaches Minispiel. Aber okay, nehmen wir gerne an uns und was wir uns auch gerne an uns nehmen, ist natürlich jetzt das Geschenk. Ich gratuliere, Luigi, also ja, hier. Was kriegen wir dieses Mal? Ist es ein Schrank? Ist es ein Bett? Oder hatten wir schon Bett? Ich weiß es nicht. Ne, wir hatten einen Tisch und wir hatten so einen komischen, so ein Fahrrad. Vielleicht haben wir jetzt ein Bett, einen Schrank, einen Stuhl oder irgendwie so. Hier ist ein Geschenk. Oder was könnte es doch geben? Wow. Staubsauger. Ich weiß es nicht. Oh, eine Hantel. Oh. Luigi's Hantel. Kann ja mal ein bisschen sportlich sein. Hat er nicht mehr so dünne Arme mehr in Zukunft. Wow. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Bretter vor uns. Eigentlich bräuchten wir noch einen Stuhl, ein Bett und einen Schrank. Aber alles drei kriegen wir nicht mehr zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch, ja, nicht alles so davon bekommen. Also, dass das so ganz abstrakte Dinge sind, alles. Außer der Tisch. So, Luigi Sante. Ja, und somit haben wir jetzt das Brett geschafft. Und im nächsten Part geht es mit dem vierten Brett weiter, das Brett von Buhu. Und ich freue mich drauf. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und tschüss. Okay.